Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14 End. Okay. Wir gucken uns jetzt das nächste Stück Story an. Des Herrschers Pflicht. Okay. Mal schauen. Wenn die Dana mit dem künstlichen Atomos Erfolg hat, ist die Reise in den 13. Splitter zum Greifen nah. Was ist mit dir? Du hast uns zwar bislang begleitet, aber wie sehen deine Pläne für die nahe Zukunft aus, Estinien? Gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich keine große Lust, mich in einer anderen Welt herumzutreiben. Aber es gibt da noch einen Ort, den ich mir ansehen will. Sprechen wir später darüber. Mysteriös wie eh und je, der Gute. Wobei ich in dieser Hinsicht wahrscheinlich nicht besser bin. Nun gut, nutzen wir die Zeit bis zur Fertigstellung des Atomas und bereiten uns auf die Welt des Nichts vor. Unser kleines Experiment hat bewiesen, dass der Seelenwächter durchaus zuverlässigen Schutz bietet. Allerdings zeigt er bereits nach dem kurzen Aufenthalt in der Welt des Nichts eine geringe, aber dennoch nicht zu verleugnende Minderung seiner Wirkung. Er muss robuster gemacht werden. Demirs Werk versteht sich zwar auf den alchemistischen Aspekt des Talismans, aber wenn es um die Stärkung seiner Struktur geht, sollten wir uns doch an andere wenden. Das glaube ich auch, ja. Sie scheinen mir die unangefochtenen Experten auf diesem Gebiet zu sein. Sid war außerdem mit dir und Raha selbst schon in der Welt des Nichts. Springen wir das? Wir wissen, wo wir hinwollen. Easy Skip. Musste nicht mal selber teleportieren. Okay, war es nicht wahr? Was dürfen die Galop-Metallwerke für euch tun? Wir müssen mit Sid sprechen. Nicht sehe ich das irgendwie einrichten? Mit dem Chef? Aber sicher, dauert nur ein kleines Momentchen. Wir haben auch Kontaktperle zu ihm. Warum machen wir das nicht? Warum müssen wir jedes Mal nach Halgas Wacht kommen und irgendwie erst einem anderen fragen? Hallo ihr beiden. Ihr wollt mit mir sprechen, habe ich gehört. Wir haben unbezahlte Arbeit für dich. Wie wär's? Ein Drache, dem nichts verloren ist, im Gegensatz zur Apokalypse und eurem Raumfahrtprojekt, wird das wahrscheinlich ein regelrechter Spaziergang. Fast etwas tiefgestapelt für einen Abenteurer deines Kalibers. Pass beiseite. Zeig ihn doch mal her, euren Seelenwächter, der mit den nichts bedingten Verschleißspuren meine ich. Hier brauche ich eh nicht. Oho, interessant. Man sieht einige winzige Kratzer und um diese oberflächlichen Schäden herum scheint mir seine Wirkung bereits beeinträchtigt. Das erinnert mich an Nero. Damals hat sich das Nichts ebenfalls über eine Wunde in ihm eingenistet. Und denkst du, dass dieser Talisman robuster gemacht werden kann?
Wir haben durchaus die Mittel zur Härtung von Schmuckstücken und dergleichen. Allerdings weiß ich nicht, ob und wie es mit den bestehenden alchemistischen Verbindungen reagieren würde. Besser wäre es also eine Art. Besser wäre eine Art Rüstung. Eine Verkleidung um den Talisman herum, meine ich damit. Aus einer Legierung mit besonders hoher Ätherleitfähigkeit, um die schützende Funktion des Talismans auch nicht einzuschränken. Eine winzige Rüstung, das gefällt mir. Lass mich die Sache aber erst noch mit Neo besprechen. Er verfügt über die umfassendsten und genauesten Daten, was den 13. Splitter angeht. Wenn es nur nicht so ein Kampf wäre unter großen Genies, unser großes Genie dazu zu bringen, sich an die vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen zu halten. Nie ist mir ein waghalsigerer Mitarbeiter untergekommen. Das sage ich euch. Es könnte also ein Weilchen dauern. Seid gewarnt. Verstanden, wir wissen ja, wie beschäftigt ihr seid, die größte Hürde ist Jesse und ihr endloser Sturm an Fragen und Forderungen. Aber das wird schon. Um den Seelenwächter hätten wir uns damit gekümmert. Jetzt fehlt noch der künstliche Atmos. Wollen wir Nidana etwas auf den Zahn fühlen gehen? Wolltest du wieder von alleine? Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Zweimal hintereinander, also unmöglich. Oh, ich muss. Wo ist die Quest dafür? Ich muss ja noch zu den. Ich muss ja die Quest dafür suchen. Ich will ja das Hippo-Rikscha-Mount haben. Dafür müssen wir von Anfang die Freundschaftsquest von den Elefanten zu machen. Ich muss jetzt mal gucken, wo die Quest überhaupt startet. Da seid ihr ja schon. Macht ihr gute Fortschritte mit dem Seelenwächter? Ich denke schon. Ein zeitaufwendiges Unterfangen, aber die Theorie steht. Und das ist bekanntermaßen das Wichtigste. Auch ich habe viel aus den Archiven im Megaduta-Tempel lernen können. Allen voran fand ich eine Bestellung alchemistischer Ingredienzen aus exakt der Zeit, zu der die Schatzkammer errichtet wurde. Sie scheint mir der Schlüssel zu unserem künstlichen Atomos zu sein. Sofort bat ich den Tigel von Alchemia um die Beschaffung eben jener Zutaten. Doch mein Anliegen weckte dort derartiges Interesse, dass ich gleich handfeste Unterstützung bekommen habe. Bei einem Unterfangen rund um ein Nichtsportal hätte ich mit mehr Skepsis gerechnet. Da kannte ich Razzatans brillante Alchemisten wohl schlecht. Der Glanz in ihren Augen gleich dem ihrer Vorgänger. Auch sie motivierte die Wissenschaft, die Aussicht, ein Rätsel zu entschlüsseln. Und auch ihr habt euren Herzenswunsch einst über die drohende Gefahr gestellt, nicht wahr? Als Midgard Sommer in seinen tiefen Schlaf fiel, war ich meinem Ei noch nicht entstiegen.
Ashtaya hielt mich sicher und warm, bis ich die Schale durchbrach. Auch danach wich ich ihr nicht von der Seite. Gleich eines Kükens, das stets der Henne folgt. Für mich ist sie so viel mehr als eine Schwester. Und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denken muss. Seit ihrem Verschwinden lodert in meinem Herzen ein brennend heißer Wunsch. Ich will mit ihr wieder durch die Lüfte gleiten. Seite an Seite. Und doch darf ich nicht. Ihr sprecht, als stünde das Himmelsheer nicht auch wachend über Razatan. Nadin? Der Ehrenwerte Estinien unterrichtete mich bereits. Magistrat, seit Jahrhunderten stellt ihr euer Dasein in den Schutz unserer Stadt. Selbst euer wahres Antlitz habt ihr verschleiert, um uns nicht zu schrecken. Wir sahen euer Opfer, als ihr euch als der wahre Magistrat zu erkennen gabt. Ihr habt unsere Herzen berührt, ehrenwerter Vritra. Ist es nun wahrlich so verwunderlich, dass wir Anteil an eurem Leid nehmen? Wir sind zäh, Magistrat. Selbst dem Ende hielten wir stand. Das Himmelsheer wird über Tafner wachen, wie der Götter wahre Blick. Nabdin, ihr beschämt mich, aber... Ach, jetzt ist es aber genug. Dieses kleine Gesicht. Ich kann nicht anders. Verzeiht. Was Scham, ich habe es dir doch schon gesagt. Du bist unser kleiner Bruder. Wir sind eine Familie. Okay. Was mich stört an ihren Klamotten. Ihr seht, er ist ein Paladin. Er hat Schild und Schwert. Er hat aber nicht die Himmelsheer-Paladin-Rüstung an, sondern er hat die von den Nahkämpfern an. Das heißt, vom Schnitter und vom Dragoon. Es stört mich so dermaßen, dass er halt das Outfit zu der falschen Klasse anhat. Auch schon durch alle anderen Videos, durch die letzten 60 Videos, wo man die das erste Mal sieht, halt hinweg. Es stört mich so hart, ne? Und deine Schwester? Die gehört selbstverständlich auch dazu. Also lass uns helfen, ja? Du vermisst sie schon so lange. Ich kann es nicht zulassen, dass du sie nun aufgibst. Attacke! Mann, Estinien ist viel rumgekommen. Mit vereinten Kräften werden wir uns einen Weg zu eurer Schwester bahnen. Das versprechen wir. Ehrenwerter Vritra, ich wollte mich für das Waisenhaus bedanken. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr machen, wie ich die nächste Mahlzeit auf den Tisch bekomme. Deswegen, naja, ich weiß, wie es ist. Die ganze Zeit hatte ich Angst, dass mir jemand meine Schwester wegnimmt. Ja, ich erkenne die Worte wieder. Und heute muss ich gestehen, dass sie einem Geist entsprang, der seinen eigenen Stillstand verleugnete. Du sprichst die Wahrheit.
Ich muss voranschreiten. Führer Satan und Ashtaya. So wird Vashan eine Weile nicht zugegen sein. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Doch wird der Drache Vritra weiterhin im Megaduta-Tempel verbleiben und sich seinen Pflichten als Magistrat stellen. Zumindest das kann ich versprechen. Während Vashan auf Reisen ist, wird mein Blick jedoch nicht weit schweifen können. Bis Ashtaya zurückgekehrt ist, will ich mich also auf eure Stärke stützen. Aber gib ordentlich auf dich Acht, ja? Wir hängen sehr an unserem kleinen Bruder. Ja, dies ist mir heute deutlicher geworden denn je. Estinen, du hast die ganze Arbeit geleistet. So viel Zuspruch für den guten Magistrat zu organisieren. Das war ja auch nicht mehr auszuhalten. Zumindest wird Razatan jetzt von nächtlichen Seufzen eines hohen Drachen verschont werden. In der Meerne habe ich einen verstörten Reisenden getroffen, der dachte, die Apokalypse erneut, dass die Apokalypse erneut über uns hereinbrechen würde. RIP. Aber von dir haben wir noch nichts gehört, mein Lieber. Du schienst von der Aussicht auf eine Reise ins Nichts nicht gerade angetan. Als ich Nitox Schatten in mir trug, teilten wir auch unsere Gefühle. In mir brannte aber nicht nur der feurige Hass auf alle Sterblichen, mehr noch erinnere ich mich an seine Trauer um Ratatosk. Sie war so tief und kalt und schwarz, dass mir das Mark in den Knochen gefror. Niemand sollte einen solchen Schmerz fühlen müssen, und erst recht nicht der gute Magistrat. Alleine dafür lohnt es sich, meine Lanze zu schwingen. Okay, dann können wir so ein bisschen skippen. Gästezimmer, mehr Geld. Okay. Das heißt oben, ne? Ja. Ich muss aber noch mal zum Ausrüstungshändler. Da. Das wäre die Himmelsheer-Rüstung für den Pala. So müsste die aussehen. An dem Charakter. Er hat aber die Dragoon- und Schnitter-Rüstung. Und das stört mich halt. Wer hat die angezogen? Wer hat denen die Jobs gegeben? Wer hat da nicht aufgepasst? Und bei den anderen weiß ich nicht mal, ob die
War das die Ninja-Dinge? Also Spähe, was die anderen anhatten? Nee, das hat das. Das Zielen? Nee, auch nicht. Welche hatten die anderen denn? Schlagen? Ja, die anderen hatten das Schlagen an. Und ich habe auch nicht gesehen, dass die irgendwelche Handschuhe, Gauntlets an der Seite irgendwie so hatten als Waffen. Das ist halt so eine Sache, die stört mich halt schon, seit wir das erste Mal hier waren und die das erste Mal gesehen haben. Dass anscheinend die Rüstung nicht zu der Klasse passt von den Waffen. Ganz schlimm. So. Dann schließen wir die Quest hier einmal ab. Ich nehme mal an, es kommt nochmal was vom Bösen. So, nochmal ein kurzer Blick oder so. Und deswegen benötigen wir nun eine angemessene Unterkunft. Haben wir entsprechend Räumlichkeiten für unsere Gäste? Die Gästezimmer des Tempels dienen im Moment noch als Lager für die Reichtümer. Oh, yes, Angeber. Aus Alazardals Schatzkammer. Sobald die Aktivitäten der Kalzal-Stiftung jedoch im Gang gekommen sind, wird sich Platz finden. Aha. Ich kann gern auf ein bisschen Geld schlafen. Gar kein Problem. Ein bisschen Gold. Okay. Ich wünsche nur, wir wüssten mehr über den 13. Splitter. Im Moment kann ich weder einschätzen, wie lange wir für diese Expedition brauchen, noch ob sie am Ende von Erfolg gekrönt sein wird. Ein derartiges Versprechen brauche ich gar nicht. Allein der Versuch ist mir wert. Ist mehr wert, als ich auszudrücken vermag. In diesem Sinne werde ich nun wieder gen Demis Werk aufbrechen, um Nidana zur Hand zu gehen. Okay. Oh, ist jetzt Story Ende? Ich habe nicht auf. Einfach nur ein Lanze. Okay. Ja, mal gucken. Nee, hier steht da, wie gesagt, beim letzten, immer wenn es so ein Abschlussding ist, steht eigentlich immer was mit 5000 Gil oder so. Es sei denn, die haben das jetzt natürlich anders gemacht. Kann ja sein. Kommen wir nochmal. Das Böse. Währenddessen im 13. Splitter. Das Xenos? Nee. Ich bin also
zurückgekehrt. Ja, das hat er ganz zum Anfang dir schon mal gesagt. In die Welt, die ihre Helden verlor. Oder ist das ein Avatar von einem Schnitter? Weil die sind ja auch praktisch Nichtsgesandte. Wo schwarzer Schlund mit neuem Dunkel lockt, sind die Seelen der Alten... Oh Gott, ich kann doch nicht. Ich war nicht vorbereitet, nochmal was vorlesen zu müssen. Ah, war doch schon Ende. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, hey, jetzt kommt nochmal so ein Mini-Quest-Ding. Aber das gibt mir dann mehr Zeit, jetzt noch den 24er-Raid, die Story erstmal wieder aufzunehmen, was dauert wieder noch eine Stunde, weil die Story ja unendlich lange immer ziehen und keine Synchronsprecher dafür haben. Dann den Raid noch ein paar Mal probieren und dann bekommt ihr den 24er-Raid auch nochmal als Video. Okay, und das war's jetzt erstmal hier von der Main Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.